Ach komm schon, du bist echt sowas von madig. Warum? Ganz schwer, es geht nicht mehr. Nee, das war zu viel heute alles, das geht nicht mehr. Nein. Was ist denn mit dem Auto nicht in Ja, Ordnung? nee, Auto ist wunderschön, das ist der einzige Lichtblick heute. Wieso meckerst du jetzt an dem Auto Ich rum? meckere an dem Auto gar nicht rum. Verkauft Der ist Damon richtig nicht? schön. Was? Was? Was hast du Was gerade gesagt? verkauft den nicht? Welchen? Damon. Wieso? Hatte ich nie vor, ehrlich zu sein. Wie verkaufst du nicht? Das Das sind noch ist Damon. $2000. Das sind 3800 Dollar. Ja, warum wird er nicht verkauft? Was? Weil es Damon ist und ich habe mit Damon drüber gesprochen. Damon hat Wie gesagt, nein. hattest du nicht vor, den zu verkaufen? Ja, meinst du, ich verkaufe Damon? Das hast du nicht wirklich dran geglaubt. Als würde ich jemals Damon verkaufen. Schatz. Aber Geld mehr. Ja, wir arbeiten doch. Guck mal, ich bezahle auch die Miete. Ist alles gut. Oder? Also wenn es wirklich hart auf richtig hart kommt, ne, so richtig knüppelhart, meine ich, dann verkaufen wir den Damon, ja? Ja, jetzt ist gerade 8. Wirklich? Ja. Hört mal. Was? Super. Wie zeig mal. Glückst. Schließ das, schließ die Autos am besten ab. Warum verkaufen? Hat ein Mann hier nichts mehr zu sagen? Hä? Jetzt komme ich hier noch nicht mal rein, weil ich noch nicht mal einen Schlüssel habe von der eigenen. Wieso habe ich in unserer Beziehung eigentlich nichts mehr zu sagen? Hast du auch was zu sagen? Ja, Du was? sagst doch gerade was. Schließ auf. Warum bist du denn jetzt so? Was? Schließ auf. Du machst den ganzen Tag heute echt viel schlimmer. Könntest du mal ein bisschen. Bist du jetzt böse? Nee. Bist böse auf mich, oder? Nein. Wir haben doch das aber so abgesprochen gehabt. Dass wir Damon nicht verkaufen? Ja, solange es nicht unbedingt notwendig ist. Wir haben was zu essen, wir haben was zu wohnen Aber und guck wir haben einen mal, wie, Job. hast du eigentlich schon mal so den Weg was sind das eigentlich für Viecher? Kakerlake. Der Weg einer Ka Da ist ein Loch in der Wand. Guck mal, die Ja, geht unterm sicher. Kühlschrank. Und dann kommen die im Badezimmer wieder raus. Da! Ja, das ist, weil die unter der Leiste da lang krabbeln durch die Wand. Genau hier, die haben da was reingefressen. Wenn du nachts ganz ruhig bist, dann hörst du das. Ich will gar nicht hören. Kann ich ja nichts für, dass die da krabbeln. Knappern. Du hast 6 geht nicht, ne? Willst du jetzt irgendwo hier einen rubbeln mit der Eulen Was? auf dem Ding oder was? Hey, was werden das gesagt? Ja, weil du so fragst, während du da vor der Zeitung stehst. Ich habe den Aschenbecher angeguckt, den Ding voll, wollte ich mal leer machen. Ja. Also mir ist das wurscht, wenn du unbedingt das Bedürfnis hast und meinst, das würde dir so gut Hier ist auch tun. noch ein Donut. Ist halt ein Ring, ne? Denk aber bitte dran, dass du den danach wegschmeißt. Ja, danke. Das ist ekelhaft. Es hätte schlimmer kommen können. Oder nicht? Jetzt immer, so, guck mal, der ganze Abend, der ganze Tag, das und wie wir hier Alles scheiße leben, gelaufen. das ist das. Guck mal, du siehst das alles viel zu schwarz. Als wir hergekommen sind, hatten wir gar nichts. Jetzt haben wir schon zu Hause. Wir haben zwei Autos und einen Job. Ja, das ja. Ja, was ist denn? Ja, hast du recht, ja, stimmt. Aber vollen Kühlschrank haben wir, das ist gut. Ja, siehst du, wir hungern nicht, wir haben ein Ja, Dach über dem Kopf, wir das können stimmt. arbeiten gehen. Ja, du bist immer unzufrieden. Nee, super. Passt Wann bist alles du halt, ne? eigentlich so der Jammerer geworden? Was? Ja. Wow. Also ich komme zurecht. Gib mal Milch. Bitte? Gib mal Milch. Wie Milch? Ja, Milch. Ja, warte. Haben wir noch Kaffee? Die steht aber schon eine Weile. Riech mal dran. Nee, ich würde es lassen. Wenn du noch eine Woche wartest, ist es Joghurt. Ja, dann machen wir schnell wieder weg, zur Seite, bis Ja. nächste Woche. Ja. Ja. Hier verkommt ja nichts, ne? Nee, es wird alles wieder verwertet. Ja. Ja. So, willst du noch duschen oder was? Was bist du? Oh, wie du barsch du bist.
Wie, was? Was für ein Arsch ich bin? Nee, du bist so wieder so barsch. Ja, wenn du sagst, du willst das Auto nicht verkaufen. Warte doch mal ab, wir haben doch jetzt noch alles. Wir leben am Limit. Wo? Ja, das ist hier... Für was brauchst weißt du Weißt du, was jetzt? Das ist? Ja, für an was mich das hier... Für was brauchst du denn jetzt so viel Geld? Nein, jetzt rede ich. Stopp, jetzt rede... Weißt du, woran mich das hier... Nee, du redest jetzt gar nicht, hörst du gerade. Weißt du, woran mich das erinnert hier? Hm? Armes Los Santos. Du willst eine andere Wohnung haben? Nee, will ich nicht. Das ist armes Los Santos hier. Hm? Ich glaube, wir drehen eine Serie. Ja, ja, wirklich? Ja, natürlich. Ja. Hm. Aber guck mal, wir haben doch... Wofür brauchst du denn jetzt so viel Geld? Ja, weiß nicht. Ja, weiß nicht. Brauchst du nämlich gar nicht. Wenn wir ein Auto haben, einen Job haben, was zu essen haben, und hier den Trailer, was brauchen wir dann? Eigentlich nichts, oder? Sollen wir wirklich mal Wiesel News anrufen, dass sie hier eine Serie drehen? Armes Los Santos oder Smokers im Brennpunkt? Ja, vielleicht wollen wir uns da mal bewerben. Ja. Brauchen wir bestimmt eine Lizenz. Ja, das kann sein. Aber der, wie heißt der hier? Der Daniels, der hat doch immer so Kameraleute. Ach so, das meinst du. Ja, ja, müssen wir mal gucken. Ja? Ich hab Hunger. Ja, ist ja gut. Ja. Ja. Willst du duschen? Okay. Ja, ich geh. Ja, ich will duschen. Okay. Ja. Kriegst du einen Kuss? Was? Was? Kuss. Kannst du mal richtig reden? Nimm mal die Zähne auseinander, was? Kuss. Kruste? Was für eine Kruste? Ach, leck mich am Arsch. Wie, leck mich am Arsch? Was denn für eine Kruste? Ich will jetzt mich auch... Frau Kuscher. Kannst du die Zähne mal ein bisschen auseinander machen? Beim Reden. Kusch. Gut. Der Kusch. Gut. Gib mir Kusch, Kusch. Das heißt Kuss. Gib mir einen Kusch. Kusch. Ich dachte, du wolltest duschen. Ja, ich habe aber noch was an. Es tut mir leid. Wer hat da oben die Bier? Hast du schon wieder heimlich gesoffen? Hast du schon wieder heimlich gesoffen? Nein, ich sauf nicht heimlich. Ja, und was liegt die Bierdose da oben da im Schrank wieder? Ja, ich hab getrunken, aber doch nicht heimlich. Ja, warum schmeißt du die? Damit du dich aufregen kannst, Häschen. Nee, weil wir anderen noch schöner zu sein. Ja, nun, ne? Hm? Nun, ja. Oh, ich hab Hunger. So? Gut. Ja, Auto ist immer noch da, hat keiner geklaut. Ach, guck. Das muss irgendwie geregnet haben. Wieso? Das ist gerade schwer dreckig. Ja, würdest du vielleicht mal einsteigen? Hast du mal am Dach rumgeguckt? Ja, jetzt hält's mich nicht so. Anstatt an der Flasche nuckeln, kannst du mal was anderes nuckeln. Ja, du an meiner Faust. Huh? Hier passe ich gar nicht richtig rein. Guck mal, mein Arsch, der hängt hier rechts und links über die Lehne drüber. Ja, nimm vielleicht mal ein bisschen ab, der passt halt auch wieder. Oder wasch dich mal. Wie war... Ja. Pass auf, Busch! Was ist denn? Die Büsche sind ja größer als wir. Doch ja, früher hatte ich Angst vor Bäumen beim Autofahren, jetzt muss ich Angst haben vom Busch. Kannst du mir mal lieber sagen, wo die verkackte Fahrschule ist? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Och, irgendwo... Was ist da los? So schnell sind wir ja dich. Wo ist denn die Fahrschule? Ja, such mal. Warte, ich... Ich weiß das nicht. Oh. Was ist? Ui, der dreht sich aber ganz schön im Sand. Da musst du aber obacht passen. Hier kannst du nicht mal auf die Karte gucken. Leck mich am Arsch. Der guckt doch auf die Karte. Ja, ich hab gesagt, hier kannst du doch nicht mal auf die Karte gucken, weil du hier... Die drehst hier wie so eine Irre. Ja, wo ist denn hier die scheiß Fahrschule? Wenn der keinen Grip hat. Ist das das hier? Ich weiß nicht, wo das ist, wa? Ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Wie kann das denn sein? Ach, ich weiß das nicht mehr.
Ich ruf doch mal an, warte. Ja. Boah, ist die Karre laut. Ich glaub, ich komm nicht hoch. Ah, doch. Wo lang da? Halt mal an, warte, das ist laut. Das Ding, ja, das ist ja lauter als ein Trecker. Moment. Jetzt geht da keiner dran. Wenn da keiner da ist, ne? Tja. Mhm. Der hat der Melone hat gesagt. Ne. Heute 19 Uhr. Morgen hat er gesagt, kommen Sie. Ach, die Karte, guck. Ja, guck mal, Karte, ich fahr. Das ist irgendwo beim Piggy, glaube ich. Das ist so eine Straße rein, da ist so ein großer Parkplatz. Ja, das weiß ich. Das ist der Hafen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich glaube, hier oder was? Ich weiß es nicht. Fahr mal einfach dann. Was hat? Ich dachte gerade, du hättest Armbehaarung. Was denn da? Was hab ich? Ein Tattoo. Ja, ein Tattoo. Ich weiß auch nicht mehr, wie das passiert ist. Wie schnell fährt der jetzt? 45. Gerade. Wie viel? 45. 50. Schnell. 66 war Spitzenleistung. Wie weit? 66. Maxim. Was? Ja, nee, jetzt wenn du voll durchdrückst, meine ja, ich. Ja, ja. Wie ja? 66. Warte, hier geht's ein bisschen bergab, ich gucke. Ja. Wie viel? Warte, der kommt noch, warte. Wie viel hast du denn jetzt? 66, sag ich doch. Schneller geht nicht. Ausgefahren. Aber da muss wirklich gerade sein und ein bisschen Schwung. Bist du doch flugs unterwegs? Der läuft gleich heiß. Das, halt guck mal, das hat aber einen Vorteil, wir werden nie geblitzt. Ja, das stimmt. Hey, wir sind 120 erlaubt, wie schnell fahren die Smoker 66? Das Schlimme ist, ich weiß ja, es gibt sogar doch hier so ein Gesetz, wie schnell man fahren muss auf dem Highway, oder? Mindestgeschwindigkeit. Mindestgeschwindigkeit. Ja, ach, guck mal, jetzt fahre ich jetzt mehr ab, guck mal. Bergab, 30, wie viel jetzt? 70? 75. 75. 77. 77. 78, 81, da schau mal her. Wow. Ist ja nicht schnell jetzt, ne? Das ist ja ein bisschen hoch. Jetzt muss ich auch... Jetzt muss ich auch ja, Gesundheit. Dankeschön. Fred, grüß dich, Boris, wie geht's dir? Kurven muss man aufpassen, er schlägt Gott, sich aus. Danke schön. Ist das, der umkippt? Ja, ich weiß aber nicht, ob das ja richtig ist, ne? Ja, verfahren. Wie verfahren? Ach, guck, was der für lange Bremsweg hat. Pass auf, da vorne ist ein Loch. Ja, war ich schon. Ey, mit dem Auto muss ich aufpassen, weil der Gullideckel irgendwie der Deckel weg ist. Von dem Gulliloch. Warum ist das Auto weg? 1 und 2 geht hier. Alles gut bei dir? Fox, ne? Beschleunigt ungemein. Ach, so. Kann man hier mit dem Auto einkaufen fahren? Doch, klar. Aber da kann man direkt mit in den Baumarkt fahren, ne? Du kannst direkt reinfahren, ans Regal dran, ne? Im Auto sitzt man hier. Ja. Man muss schon mit den Ellenbogen so weit rüberkommen, wenn du längst. Guck, wie du mit der Schulter hier rüber ist kommst. Hier wie, ist hier wie im Rallye-Car, ist das. Oh, ja. Das ist so, weißt du, das hat, der hat ja keine Servo. Wo ist ne? Die Fahrschule? Keine Servo, musst du richtig ich ausholen. Ich weiß nicht, ob das da richtig ist, ne? Ja, geht zu Irons Werk, war. Morgen fängt der Therapie an. Und die geht ja 4-5 Stunden, glaube ich. Und dann mal gucken, ne? Sieht aber so ein bisschen danach Bodensee aus. Günstig. Babe, wie geht's dir? Ja, Mann. Aber hier sieht alles immer irgendwie so ein bisschen aus ja, wie anders, ne?
ist das bestimmt nicht. Oh, der schlägt schnell aus. Ich glaube nicht, dass ich hier selber. Wir müssen mal irgendwo fragen gehen. Wieso bist du jetzt zurückgefahren? Fährst du wieder vorwärts? Weil ich gucken wollte. War doch auf der Richt... Ja, der schlägt so stück, der rutscht einfach. Ich weiß auch der nicht. Der Geist, wie geht's dir? Komm mit mich dran, ne? Sandra, danke schön für 27. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Phoenix, grüß dich. Freches Wiesel, wie geht's dir? Ich sehe ja jemand. Was willst du denn hier am Strand? Ich wollte gucken, ob hier jemand ist. Hier, guck mal, hier kannst du sogar bummeln gehen, ohne dass du aussteigst. Ja, wo fragen wir denn? Hier ist ja keiner. Fahr mal links zur Tankstelle. Wo ist deine Tankstelle? Fahr doch einfach mal. Ja, ich fahr doch. Ich kann nicht schneller fahren. Was soll ich denn machen? Dann gib doch mal Gas. Wieder an. Drück mal drauf mit dem Pumps. Ja, ich drück doch mit. Ich hab gar keinen Pumps. Wo ist denn jetzt links? Ja, weiß ich nicht. Ich hab irgendwo eine Tankstelle. Weiß ich nicht mehr. Oh, du bist schon wieder total... Ab hier. Ja, hier kommst du nicht vom Fleck, wenn die Ampel auf grün schaltet und du fährst los, ist die schon wieder rot. Oh, ja, ich fahre doch nur an. Hier links, da ist Leute, da ist Leute. Und da ist Taxi. Ja. Fahr mal zum Taximann. Ja, warte mal. Ja, wie soll ich denn da rüberfahren? Ja. Dann fahr hier links rein. Wenn du mich jetzt weiter anschreist, schmeiß ich aus dem Auto. Warte. Bleib sitzen, nicht bewegen. Wegen Gleichgewicht von Auto. Ich hab bekloppt hier mit so einer Karre hier rumfahren. Hallo. Was? Buonasera, Matthias, wir sind wieder da. Am Strand von Mallorca, wie jedes Jahr. Madonna mia, was ist mit Ihnen los? Ja, passen Sie mal auf, wissen Sie, wo die Fahrschule ist? Ja, natürlich. Wo ist die denn? Wollen Sie jetzt Ihren Führerschein machen, ja? Ja, wir haben jetzt Termin. Okay. Ist gar nicht so weit weg. Wenn Sie jetzt die Straße hier geradeaus weiterlaufen. Darunter, ja. See. Und dann rechts die Straße runter zum Yachthafen, da sehen Sie schon. Ach, ist das da? Ach, das ist ja gar nicht so weit. Nee. Also. Da rechts dann rein. Dankeschön, ja? Gerne. Schönen Tag noch. Guck mal, wir waren. Ach du Scheiße, kippt der über bei mir, ich muss abnehmen. Wir hier runter wieder, die Straße da, geradeaus runter. Ja. Ja, das redet doch mal richtig deutsch mit dir. Ja, was ist denn daran falsch? Geradeaus. Ja, ich war ja jetzt hier, rückwärts. Hier. Ach, hier, guck hier mal. Machen Sie raus, hier rein. Wenn du jetzt weiter wirklich schreist, ne? Ich sag's dir gleich. Ich lass dich durch die Prüfung. Lass den Wagen ausrollen. Spart Sprit. Der verbraucht wirklich ganz wenig. Ja, ist ja normal, fährt er nicht mehr. Ja, jetzt meckere dich weiter. Mann, was Leute hier? Ja, die gehen zur Fahrschule. Guck mal, wenn du den querstellst, passen da drei von der Art rein. Tja, siehst du, das ist richtig. Kannst überall parken. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt hier laut stehen muss, ne, dann klatscht die alle weg. Entschuldigung, stehen Sie hier alle an? Ja, wir stehen an. Wir haben auch alle einen Termin. Für wie viel Uhr? 19 Uhr. Was? 19 Uhr. Sie ist Moment, auch für alle haben Termin für 19 Uhr? Ja, die meisten. Die ach du Scheiße, das kann wieder Stunden dauern. Ach nee, warum? Ich dachte, da war jetzt hier Single-Veranstaltung oder sowas. Ja, am Arsch hängt der Hammer. Wir sind wieder die Letzten hier. Ich sagte, wenn ich den Melon erwische, ne? Die dumme Sau. Ja. Familie Smoker, kommen schon um 19 Uhr, sind sie direkt dran. Alle Herrschaften können gerne reinkommen, die einen Termin haben. Ja, hier. Ja, natürlich. Rauchen ist ungesund. Ja, ich weiß. Kommen Sie ruhig zu mir, die Leute, die einen Termin haben. Ja, ich habe einen Termin. Hallo, ja, Malone. Ja, Herr Smoker? Hm, ich bin da. Sehr schön. Ich möchte auch jetzt wieder gehen. Jetzt
Ich möchte auch gehen, aber ich möchte einen Führerschein gleich mitnehmen. Das Ding geben und gehen einfach. Gut, Familie Smorgon, dann können Sie doch schon mal ins Klassenzimmer gehen. Ins Klassenzimmer, hoi! Ist das hier? Ja, links die Tür. Oh, was ist das? Ich bin bekloppt, guck mal wieder die Schilder. Eineinhalb Stunden lernen. Wie? Nee, niemals. Ich gehe jetzt nach hinten. Ich gehe auch nach hinten, können wir arschen. Gehen Sie auch nach hinten? Sie müssen nach vorne, ne? Nein. Leute, die schwer hören, müssen sich vorne hinsetzen. Komm, wir bleiben hier stehen. Da passt der 3 hinter der Blume? Bestimmt. So. Ich bin gar nicht da. Du bist total unauffällig, Schatz. Ja? Ich weiß nicht, ob ich sitzen will. Okay. Hier bleibe ich stehen. Komm her, sonst kriegst du noch den Führerschein. Ich werde dich nicht gesehen haben. Na, Akzept, wie geht's dir? Komm jetzt aus der Blume raus. Warum soll ich denn aus der Blume rauskommen? Gott, weiß nicht. Warte. Ich hab ein bisschen Angst. Du schreibst alles auf, ne? Was mache ich? Ja, ich kann nicht schreiben. Das bedeutet ja, was willst du da schreiben? Ach so, wenn ich durchfalle, wer fährt das Auto? Ja, ich. So wie immer halt. Wer hat den Führerschein bezahlt? Ja, ich. Na? Ja, ich bin motiviert, wie man sieht. Haben wir es heute ja endlich mal geschaffen. Ja. Ja, noch also, bin ich durch. Wenn das heute dann nichts wird bei mir, ne, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann, der mein Auto fährt. Eigentlich müsste ich mir die Nummer von allen, die hier sind, holen, damit ich immer einen Chauffeur habe. Ist ein Plan. Oh, eine Karte. Ist das jetzt richtig so wie in der Fahrschule? Ja, aber ich tatsächlich so? Auch. Also ich glaube schon, im schlimmsten Fall ja. Na, ne? Schau hier. Die ist echt informativ. Das stimmt. Muss man nicht immer auf das mobile Endgerät gucken. Das stimmt. Da fällt man wahrscheinlich auch für jeden keine irgendwelche Kanäle. Ja, ist es. Echt. Crazy Volker Arzt, grüß dich. Hier, Willi, wie geht's dir? Tim, ne? Wir können uns ja nicht zum Kleinen kaufen. Alle, die noch keinen Führerschein haben, so, gut aufpassen. Brummi, ne? Gentlemen, wie geht's dir? Black Slider, grüß dich. Johnny Dynamite, ne? Gerade oder ungerade? Gerade. Lennart ist auch da. Der Berger Buhr, ich grüß dich. Okay, was hast du jetzt gehört? Also, für welchen Zweck? Achso. Was ist das für ein Glück? Ja, alle können $5. Also, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das hier. Wird. Ja. Black Zwerg, hallo, wie geht's? Ein bisschen aufgeregt wegen morgen, aber sonst geht's so, ja. Horror, grüß dich. Und dann sind wir pleite. Ja. Ja. Hast du? Hast bestanden, bitte. Keine schön, Ahnung. Zocker, danke schön für den Resub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Was kriege ich denn hier andauernd geschickt? Kann mich jeder verstehen? Ja. 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 Auch ganz hinten, der Herr mit dem Hut. Ja. Okay, super. Herzlich willkommen hier in der Fahrschule. Mein Name ist Noah Novak. Ich bin für heute Ihr Fahrlehrer. Und wir werden jetzt gemeinsam einmal die ganzen Theoriepunkte durchgehen. Ich habe auch ein paar Kollegen mitgebracht, die können sich einmal vorstellen. Ja, schönen guten Abend, Baker mein Name. Ich bin gerade heute durch die Theorieprüfung und wünsche Ihnen viel Erfolg. Was für eine Prüfung? Das ist voll nett. Entschuldigung, ich war gemutet. Ich bin Ihr Fahrlehrer für heute. What? Mein Name ist Herr Jul. Ich wünsche Ihnen allen viel Glück und viel Erfolg. So, Sie können jetzt einmal die Zeit nochmal nutzen und auf Ihrem Handy durch die Gesetze, durch die Straßenverkehrsordnung durchgucken. Was? Und dann legen wir dann auch sofort los. Was für Gesetze? Wo finde ich die? Ich dachte, deswegen bin ich hier. Ich dachte, die bringen die uns bei. Damit es gleich einfacher fällt, sich die Sachen zu merken und auch... Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ich dachte, Sie erklären uns die Regeln. Ja, mit Ihnen zusammen. Ach so. Wo findet man das? So, dass Sie den ersten Überblick haben und wir gleich gemeinsam die ganzen Sachen durchgehen können. Und Sachen auch was erklären. Ist das? Arbeitsschutzgesetz, Brandschutz, Betäubungsmittel, Gewerbe. Ach du Scheiße. Luftverkehrsordnung. Hast du mitbekommen, dass man jetzt unter 21 von Alkohol Schwarzarbeit, Bekämpfung. Oh.
Was haben die denn alle hier? Tierschutzgesetz. Ja, 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 ja. Was ich? Straßenverkehrsordnung, da? Geh ich mal vor. Oder belästigt wird. Ach, Belästigung finde ich schon geil. Was soll ich machen? Lies mal vor. Verkehrsteilnehmer haben sich so zu verhalten, dass andere geschädigt werden, gefährdet okay. oder behindert oder belästigt. Sein okay. Film gefällt mir besser. Als Fahrzeug gelten alle. Fälle. Ja, gut, den Rest können wir senken. Nur zur Lücke. Ich habe jetzt einfach eine Grafen vorgelesen. Oder? Ein Fahrzeughalter ist der Eigentümer aber wir können eines Fahrzeuges. Mach Sachen. Also wie war das? Ist für alle behindern, gefährden, belästigen? Mhm. Einfach aufpassen. Okay. Was denn? Ich hab schon keine Lust mehr. Ich will gehen. Richtig nicht auf. Ja. Wenn das klappt, dann gehe ich einfach, setze die Brille auf, dann haben die zwar meine Cash, aber bekomme den Rest nicht. Okay. Dann gehe ich einfach raus. Geht gut oder nicht? Klingt super. Und nur die eine Hälfte. Weiß nicht, was ich mache. Willst du mal nachfragen? Was denn? Warte. Mach du mal. Nix? Ja. Oh, ich weiß, was du machst. Ich weiß ganz genau, was du machst. Hey. Was? Ja, Marsch. So? Schick mal rüber. Warte. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ja, Gesetze selbst lesen. Jetzt habe ich die Leute. Ey, wie viel ist das denn? Warte. Lass auch mal eine Fahrschule aufmachen, dann sagen wir auch, lest euch den Text durch und dann geht's ab. Dann stellen wir 5 Fragen und fertig. Mhm. Tierschutzgesetz. Okay, jetzt. Das erste Auto haben wir ja auch schon. Okay. Am Arsch. Hier war irgendwas gelb, hier irgendwas. Ach du Heide, schau. Stauder, dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Stauder. Das ganze... Jetzt soll ich die ganze Kacke lesen, oder was? Das ist das. Also ich bezahle jetzt schon 7 Minuten für nichts. Ja. Das ist doch alles selbstverständlich. Sind alle fertig, sich das einmal anzuschauen? Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Bereit, loszulegen. Ja, mir geht es ja mit uns jetzt durch. Ja, das ist gut. Super. Gut, dann fangen wir mal an. Creighton, grüß dich. Kurt, weiß denn jemand, was das oberste Gebot ist? Also das ist wirklich der wichtigste Punkt. Gehen wir direkt am Anfang an. Wie sollte man sich grundsätzlich im Straßenverkehr verhalten? Gegenseitige Rücksichtnahme. Ja. Dame? Moment. Rücksichtnahme und vorausschauendes Fahren. Und genau, was bedeutet Rücksichtnahme und vorausschauen? Morgen geht der Therapie los. Und wenn ich an eine Kreuzung komme, langsamer werden. Wenn da Stopp ist, stoppen. Links und rechts gucken. Mhm.